Hey, lustigen Knusperschnecken und willkommen zurück im kalten Berlin. Entschuldigung, ich stehe vor einer Autotür. Ja, ich bin heute mit diesem wunderschönen Max Beyer und mit Jan, die sich gerade tierisch über mich lustig machen, Radfahren. Wir fahren wieder Richtung Wuhlheide, oder wir fahren Richtung Wuhlheide, stimmt das? Dammheide, Wuhlheide, Mittelheide. Ihr habt's gehört, jetzt bekommen wir auch grün. Ja, heute auch mit mehreren Kameras. Wir haben insgesamt 4 GoPros heute mit. Ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen nach was aussieht. Ja, aber jetzt huschen wir auch erstmal los und ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Wir sind in der Rummelsburger Bucht angekommen. Die beiden Boys da vorne sind sich noch etwas uneinig, wo wir jetzt lang fahren, ob hier vorne, da rechts lang oder doch links durch das Wohngebiet. Ja, aber ja, oh! Ja, jetzt haben sie mich fast abgeräumt. Jetzt erstmal wieder sammeln und weiterfahren. Kannst du noch? Immer. Der macht uns fertig. Der hört sich schon ganz heiser an, finde ich. Für jemanden im Deutschlandkader keucht er ganz schön. Jo. Ah. So, in Köpenick angekommen, oder besser gesagt im Randbezirk von Köpenick, hier an diesem kleinen Kanal, dessen Namen ich natürlich nicht kenne, waren wir auch beim letzten Mal und ich habe mich so voll mit Kletten gemacht, dass ich meine Handschuhe ja mehr oder weniger entsorgen konnte, da die Dinger nicht mehr wirklich auseinandergekommen sind. Hier mein kleiner Ausschnitt. Bist du irgendwo gegengefahren oder so? Ja. Ey, die halten wirklich an allem. Warum hast denn du keine abbekommen? Ja! Ich habe auch ein paar mitgenommen. Ja, wie ihr seht, das Ganze ist relativ hartnäckig und an diese Klettenstelle kommen wir gleich auch nochmal. Jan huscht schon wieder vor. Das mache ich jetzt auch und dann geht's weiter. So, irgendwo in der Nähe von Köpenick im Wald angekommen und ich glaube, yeah, wir haben uns verfahren, oder? Nee, ich wollte nur gucken, ob das hier der Kamm ist. Also das sieht so ähnlich aus wie das hier, nur höher. Lass mich mal vor, Max Beyer. Okay, Jan weiß, wo es lang geht, also folgen wir dem Burschen mal. Es ist die Dammheide und nicht Köpenick. Es ist die Dammheide und nicht die Köpenicker Heide. Es gibt keine Köpenicker Heide. Es gibt keine, naja. So, kleine Pause. Warum genau? Du brauchst einen Imbus. Wofür? Flaschenhalter. Flaschenhalter. Was passiert, wenn man sich das Rad seiner reizenden Ehefrau leiht und nichts festgeschraubt ist? Grüße an Rosa gehen raus. Grüße an Rosa. Das ist die Frau, die bei denen die Hosen anhat, glaube ich. Aber nein. Ja, wir haben uns nicht verfahren, würde ich sagen. Wir sind uns mit der Strecke etwas uneinig. Nachdem wir uns hier durch dieses kleine Waldstück gekämpft haben, geht es da vorne schon wieder auf die Straße. Aber jetzt muss ich ein bisschen Opa hinterher huschen, sonst verliere ich die beiden Jungs. Also huschen, huschen, huschen. Über den Kamm, über den wir gerade gefahren sind, das ist wirklich eine meiner Favoritenstellen hier in der Wuhlheide oder Dübenheide, keine Ahnung wie das hier heißt. Da kannst du so geil diese kleinen Wellen mitfahren, reindrücken oder springen, je nachdem wie du willst. Habt ihr gesehen, Max Beyer ist da durchgeballert wie ein Bekloppter hier an das Gleisbett. Erinnert sich vielleicht auch noch der eine oder andere von euch, da kommt noch eine Bahn,
Hier sind wir in einer der anderen Folgen mal drüber getigert. Verlinke ich euch mal da oben. Wir sind beim Mellow Park gerade im Wald rausgekommen. Jan hat sich geweigert, aber die beiden. Jan hat sich geweigert. Wir gucken jetzt mal, ob wir da reinkommen und ob wir irgendwo in diesem Parkgelände ein bisschen rumhuschen können. So, wir haben diesen BMX Race Track entdeckt. Wie man sieht, das Ding ist wirklich riesig, aber überall mit so Planen abgedeckt. Und gerade ist uns schon ein Laster entgegengekommen. Ich glaube, die Jungs fänden das nicht so geil, wenn wir hier jetzt einfach mal drüber huschen. Aber hier ist ein Pumptrack. Ich denke, da können wir rüber, ohne dass wir Ärger kriegen, oder? Jetzt befinden wir uns hier in einer dieser Schrebergarten- oder Kleingärtnersiedlungen. Und was ich euch aus eigener Erfahrung sagen kann, Fahrradfahren mögen die meisten auf ihrem Gelände überhaupt nicht. Es gibt nicht nur Regeln wie, die Hecke darf nicht mehr als 1,20 hoch sein, du musst 5 Gemüsesorten anbauen, sondern Fahrradfahren strengstens verboten. Ich nehme es zurück, Jan sagt, wir dürfen hier fahren, es sind die anderen Schrebergärten, wo wir nicht fahren dürfen. Ausdrücklich kein Verbot und ich habe nachgefragt. Ausdrücklich kein Verbot und Jan hat nachgefragt. Bei wem hast du denn nachgefragt? Köln angekommen, nach ja bummelig 2-2,5 Stunden. Jetzt fahren wir hier oder sind schon da bei Zimt und Mehl, trinken dann noch mal ein Käffchen und essen ein Stück Kuchen. Ja, dann war es das auch für heute. Der übliche Mist, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Link zu allen Sachen, der Route und Co. unten in der Videobeschreibung. Und dann, Jan sagt, die Route ist geheim. Wie auch immer, bis dahin, fahrt vorsichtig, ihr lustigen Knusperschnecken. Ciao!